Im neuen Video heute bespreche ich das Verb ankommen in der Bildung in allen Zeiten und allen Personalformen. Bevor wir zu der Zeitenbildung kommen, ein kurzer Überblick über die drei Stammformen, mit denen wir die Zeitenbildung durchführen. Erste Stammform ankommen, zweite Stammform kam an und die dritte Stammform ist angekommen. Bei der zweiten Stammform sehen wir, dass sich der Selbstlaut ändert, aus einem O wird ein A. Das heißt, ankommen ist ein starkes Verb. Und hier noch ein Beispiel hinsichtlich der Anwendung, bald am Reiseziel ankommen. Kommen wir nun zur Bildung der Zeiten. Beginnen wir mit der Jetztzeit, der Präsens der Gegenwart für die Geschehnisse, die genau jetzt stattfinden. Diese wird gebildet mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Und hier sehen wir gleich etwas Interessantes in der Bildung. Erste Person, Einzahl, sprechende Person, ich komme an. Weil ankommen ein zusammengesetztes Verb ist, haben wir hier eine besondere Bildung. Das heißt, das zusammengesetzte Verb wird in der Bildung in der Personalform getrennt und auch umgedreht. Zweite Person, Anzahl oder Einzahl, angesprochene Person, du kommst an. Dritte Person, Einzahl, besprochene Person, männlich, er, weiblich, sie, sächlich, es, er, sie, es, kommt an. Und jetzt noch die drei Bildungen in der Mehrzahl. Erste Person, Mehrzahl, wir kommen an. Zweite Person, Mehrzahl, ihr kommt an. Und die dritte Person wird gebildet mit sie kommen an. Hinsichtlich der Endungen haben wir in der ersten Person, Einzahl, ein E, in der zweiten Person Einzahl ein ST, in der dritten Person Einzahl ein hartes T, Mehrzahlbildung, erste Person Einzahl mit EN, zweite Person Mehrzahl wiederum ein hartes T und die dritte Person wird gebildet wieder mit einem EN. Das war die Bildung der Präsens für das Verb ankommen, mit der Besonderheit, dass es ein zusammengesetztes Verb ist, dass wir eine Trennung haben und dass die Vorsilbe am Schluss steht in der Personalform. Kommen wir nun zur Bildung der nächsten Zeit, das ist das Präteritum mit Vergangenheit, auch Erzählzeit genannt, für abgeschlossene Ereignisse. Erste Person Einzahl, sprechende Person wird gebildet mit ich kam an. Zweite Person Einzahl, du kamst an. Dritte Person Einzahl, er, sie, es, kam an. Die Mehrzahlbildung in der ersten Person, wir kamen an. Die zweite Person Mehrzahl wird gebildet mit ihr kamt an. Und die dritte Person Mehrzahl mit sie kamen an. Haben wir ein starkes Verb und das liegt hier vor, dann fehlen teilweise die Endungen in der Bildung. Das heißt, wir haben in der ersten Person Einzahl keine zusätzliche Endung. In der zweiten Person Einzahl ein ST. In der dritten Person Einzahl wiederum keine zusätzliche Endung. Das ändert sich aber in der Mehrzahl. Hier finden wir ein EN in der ersten Person Mehrzahl, ein hartes T in der zweiten Person Mehrzahl und wiederum ein EN in der dritten Person Mehrzahl. Kommen wir zu einer weiteren Zeitenbildung, die die Vergangenheit abbildet. Das ist das Perfekt für Ereignisse, deren Folgen noch sichtbar sind oder noch andauern. Da Ankommen ein Bewegungsverb ist, haben wir hier die Bildung mit dem Hilfsverb sein im Präsens, das müsste sein heißen, und vom Partizip 2 ankommen. Erste Person Einzahl wird gebildet mit ich bin angekommen. Das Hilfsverb sein hat ja eine unregelmäßige Bildung. Zweite Person Einzahl wird gebildet mit du bist angekommen. Dritte Person Einzahl, besprochene Person, er, sie, es ist angekommen. Dann haben wir die drei Mehrzahlbildungen. Erste Person Mehrzahl, wir sind angekommen. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl, ihr seid angekommen. Geschrieben mit einem weichen D am Schluss. Und die dritte Person Mehrzahl, sie sind angekommen. Das war die Bildung der Zeitform Perfekt. Zweiteilige Bildung, erster Teil mit dem Hilfsverb sein im Präsens, zweiter Teil mit dem Partizip 2 vom Vollverb.
Kommen wir nun zur nächsten Zeit und das ist zugleich die letzte Zeit, mit der wir die Vergangenheit abbilden. Das ist das Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt. Verwenden wir immer dann bei zwei Ereignissen in der Vergangenheit für die erste Handlung. Fast gleiche Bildung wie im Perfekt, nur dass das Hilfsverb sein hier im Präteritum gebildet wird. Der zweite Teil, das Vollverb, wiederum im Partizip 2. Das bedeutet für die Bildung in der ersten Person Einzahl, ich war angekommen. Zweite Person Einzahl wird gebildet mit du warst angekommen. Dritte Person Einzahl, er, sie, es, war angekommen. Dann haben wir die drei Personen in der Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl, wir waren angekommen. Zweite Person Mehrzahl, ihr wart angekommen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie waren angekommen. Das war die Bildung der Zeit vom Plusquamperfekt. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb sein im Präteritum und der zweite Teil das Vollverb im Partizip 2. Kommen wir nun zur Zukunft für zukünftige Ereignisse. Hier finden wir ebenfalls eine zweiteilige Bildung vor. Erster Teil Hilfsverb werden im Präsens und das Vollverb ist hier im Infinitiv zu bilden. Das bedeutet für die Bildung in der ersten Person Einzahl, ich werde ankommen. Zweite Person Einzahl wird hier gebildet mit du wirst ankommen. Die dritte Person Einzahl, er, sie, es, wird ankommen. Die Mehrzahlform wird gebildet mit wir werden ankommen. Die zweite Person Mehrzahl, ihr werdet ankommen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden ankommen. Das war die Bildung der Zeit vom Futur 1 mit dem Hilfsverb werden im Präsens und dem Vollverb ankommen im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform, das ist Futur 2. Diese Zeitform ist die einzige Zeitform, die eine dreiteilige Bildung aufweist. Und zwar haben wir hier im ersten Teil das Hilfsverb werden im Präsens, dann ankommen im Partizip 2, das Vollverb und an dritter Stelle noch sein im Infinitiv. Das Futur 2 wird immer dann verwendet, wenn wir uns überlegen für Ereignisse, die in der Zukunft dann abgeschlossen sein. Also wir stellen uns vor, wenn etwas in der Zukunft ist, aber schon vorbei ist. Deshalb haben wir auch in der Bildung eine Mischung zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und das bedeutet für die Bildung in der ersten Person Einzahl, ich werde angekommen sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland lebe, in Berlin, und ich fliege nach Paris, überlegt man sich in Berlin, wann man in Paris angekommen sein wird. Zweite Person Einzahl, du wirst angekommen sein. Dritte Person Einzahl, er, sie, es, wird angekommen sein. Dann haben wir noch die drei Personen in der Mehrzahl. Wir werden angekommen sein. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet angekommen sein. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden angekommen sein. Und hier sehen wir, obwohl Futur 2 eine dreiteilige Bildung aufweist, was sich nur ändert, das ist der erste Teil, das Hilfsverb wird jeweils an die Person angepasst, also sprechende Person, angesprochene Person und besprochene Person, jeweils in der Einzahl und in der Mehrzahl. Der zweite und der dritte Teil bleiben durchgehend gleich. Das war die Bildung der 6 Zeitformen für das Verb ankommen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abonnement sehr freuen.